Ich sagte zu Anfang, die Hauptstadt des Bundesstaat Deutschland ist Bonn. Da werden natürlich einige erstmal total gucken, wie, was, wo. Ne? Wie geht das denn? Bonn ist doch die Hauptstadt, die ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik. Das haben wir doch alle gelernt, 1990 und danach, ja? Ja, so kann man sich wohl tun, ne? Also dann schauen wir mal kurz hin und lesen mal so ein paar Zeilen. Man kann das dann auch nachschauen auf der Seite deutschland276.de. In der ersten Tafelreihe findet man das dann. Ja, verehrte Bürger, steht da, alle Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland vom 3. Oktober 1990, welche unter Täuschung im Rechtsverkehr als Gesetze ausgewiesen sind, werden bis heute in Bonn erlassen und nicht in Berlin. Ach, gucke, da wird also jetzt schon der erste, wie was? Das kann doch gar nicht sein. Doch, alle Gesetze werden in Bonn erlassen. Da ist dann auch eine Tabelle, eine kleine Tabelle bei von den Ministerien, die da ihren Dienstsitz haben. Ihren, also nicht ihren, wie heißt das hier noch? Ihren, na, in der Ehrenamtssitz, Entschuldigung, jetzt kommen wir schon selbst schon durcheinander. Moment, Dienstsitz Bonn, Dienst, hier steht Dienstsitz, ja, aber hier kommt es gleich. Also, da heißt es ja, wupp, ist mir verrutscht. Das Palais Schaumburg ist heute der Bonner Dienstsitz der Bundeskanzlerin. Das mehr als 150 Jahre alte Gebäude hat eine wechselvolle Geschichte. Millionärsvilla, Prinzenpalais, Soldatenquartier und Sitz des Bundeskanzlers. Der Bericht ist übrigens vom 8. Mai 2021. Gestern. Ja? Also, Palais, ich lese nochmal, Palais Schaumburg ist heute der Bonner Dienstsitz der Bundeskanzlerin. Und nicht nur von ihr. Dann lesen wir mal hier weiter. Seinen Namen und die heutige Größe erhielt es Ende des 19. Jahrhunderts unter den Eigentümern Prinz Adolf von Schaumburg-Lippe und seiner Frau Prinzessin Victoria. Gegenwärtig kann das Gebäude nicht genutzt werden, da es denkmalgerecht saniert wird. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten wird das historische bedeutsame Gebäude wieder als zweiter Dienstsitz des Kanzleramtes genutzt werden und für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die rund 30 Bonner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kanzleramtes sind vorübergehend im Gebäude des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung in der Welkerstraße in Bonn untergebracht. Ja, was ist das denn? Da dachten wir doch alle was anderes. Ne? Auch wie gesagt, die Sätze, wenn die kommen. Da steht immer drunter, verabschiedet Bonn. Ja? So, lesen wir weiter. Dieser Umstand hat folgenden Hintergrund. Und jetzt lese ich mal ganz langsam. Ja? Ganz langsam. Am 17. Juli 1990 wurden die Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und der Demokratischen Republik von dem amerikanischen Außenminister James Baker und dem russischen Außenminister Eduard Schewardnadse nach Paris zur Konferenz eingeladen, am 17. Juli 1990. Bei dieser Konferenz eröffnete James Baker den Anwesenden, dass der Artikel 23 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 und damit der räumliche Geltungsbereich des Grundgesetzes mit sofortiger Wirkung von den Alliierten aufgehoben wird. In der Bundesrepublik wurde dieser Vorgang in einem Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das steht dann auch da. Durch die vorgenannten Ereignisse in Paris besitzt die Bundesrepublik und ihr Grundgesetz bereits seit dem 18. Juli 1990 keinen räumlichen Geltungsbereich mehr. Also keinen rechtlichen Zusammenhang mit den Landflächen. In ihrem vorgenannten Bundesgesetzblatt hat sich die Vorschrift der Alliierten veröffentlicht
und sie zum 29. September 1990 rechtswirksam gestellt. Ihr Regierungssitz ist weiterhin Bonn. Sie wird in Berlin nur geduldet, damit die Täuschung aufrecht gehalten werden kann. Alle Absprachen, das ist jetzt ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Alle Absprachen, die nach den vorgenannten Daten durch die Bundesrepublik erfolgten, also nach dem 18. oder ab dem 18.07.1990, sind nur noch für die an der Besatzungsordnung Bundesrepublik freiwillig teilnehmenden Menschen und nicht für das am 17. Juli 1990 freigegebene Gebiet von Deutschland, welches in der Schlussakte der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 ausführlich beschrieben ist. Also das, was Sie da immer verzapfen und was dann in Bonn rausgegeben wird als Verordnung oder wie Sie es nennen, als Gesetz, hat nur noch auf die Menschen eine Wirkung, die freiwillig, unwissend natürlich, ja, die meisten, freiwillig an dieser Bundesrepublik teilnehmen. Nicht mehr auf das Land und auf das Gebiet und auf die Landfläche insgesamt. Ihr Regierungssitz ist weiterhin Bonn. Ah, da war ich schon. Jetzt kommt das Wichtige. Alle Absprachen, die nach dem vorgenannten Daten durch die Bundesrepublik erfolgten, sind nur noch, ja, habe ich ja gelesen, ja. So. Da war ich angekommen. Was bedeutet diese Situation jetzt für uns alle? Jetzt kommt's. Erstens. Seit dem 18. Juli 1990, beziehungsweise nach Bundesgesetzblatt ab dem 29. September, hat die Bundesrepublik kein Gebiet mehr. Auf ihr liegen weiterhin Vorbehaltsrechte der alliierten Siegermächte und sie verwalten juristische Personen als Bewohner eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Artikel 133 Grundgesetz. Da steht's drin. Die sich freiwillig der Bundesrepublik unterordnen. Einen rechtlichen Zwang gibt es zum Mitmachen in der BRD nicht mehr. Aber sie versucht, diese Sache zu vertuschen. Gegen Einzelne wendet sie hierzu auch unmittelbare Gewalt durch ihre Exekutive an. Also sie wendet Gewalt durch ihre Exekutive an, um die Menschen zu zwingen, weiterhin freiwillig in der Bundesrepublik zu bleiben. Ne? So ein komischer Satz, oder? Gewaltanwendung zur freiwilligen Teilnahme. Ja, sonst würde das Zeug ja auffliegen. Ich meine, sie halten daran fest, dass sie nicht sind, was sie sind. Das ist genauso verrückt. Ja, außerdem, so macht man das ja auch mit einer, wirklich tatsächlich mit einer Schafherde, das haben die mal erklärt gehabt. Die suchen sich dann einen aus, der muss nicht mal wirklich intelligent sein, das zu folgen. Und Gewalt wird da ausgeübt und zack, alle folgen dann und mucken nicht auf. Genau. Zweitens ist dann etwas Erfreuliches. Erfreulich an der Veränderung von 1990 ist die Freigabe des Gebietes aus der Schlussakte vom 2. August 1945. Das Land ist frei, aber ohne eigene Verwaltung und Organisation, und die Menschen könnten sofort diese Dinge schaffen und damit ihr Staatswesen aufbauen. Genau das macht die verfassunggebende Versammlung vom 11. Oktober 1945. Ja, um Gottes Willen, seit 45 müssten wir das machen hier. Nein! Also, genau das macht die verfassunggebende Versammlung vom 11. Oktober 2015. Sie schafft die ersten Strukturen des Staatswesens auf dem freigegebenen Gebiet. Sie ist gleichzeitig die Übergangsregierung für dieses Gebiet und sie besitzt hoheitliche Rechte bezüglich dieses freien Gebietes. Also nicht bezüglich der Bundesrepublik, sondern bezüglich des freien Gebietes. Ja, der feine, aber wichtige Unterschied. Diese Rechte wird sie nun einsetzen.
Da gibt es noch drittens. Für uns bedeutet es aber auch, dass alles, was die Bundesrepublik ab dem 18. Juli 1990 veranlasst hat, rechtsunwirksam ist und dass wir noch einmal im Rechtsstand vom 18. Juli 1990 oder nach dem Bundesgesetzblatt ab dem 29. September 1990 neu beginnen müssen. Denn es hat nach der Freigabe des Gebietes keinen gegeben, der berechtigt gewesen wäre, im Namen von Deutschland Vereinbarungen zu treffen mit Dritten. Das ist ein großes, großes Problem. Also stecken wir immer noch an dem 18. Juli 1990 fest, weil das, was die Bundesrepublik angeblich für Deutschland gemacht hat, nicht für Deutschland sein kann, weil sie das nicht darf. Und wenn wir jetzt nochmal beginnen, dann müssen wir an diesem Tag noch einmal beginnen, die Rechtsfolgen von da ab abzuarbeiten. Sämtliche Verträge, die von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und oder mit Dritten geschlossen wurden, sind bezüglich des freigegebenen Gebietes ohne jede rechtliche Bedeutung. Ich rede immer von dem freigegebenen Gebiet. Ich rede nicht von dem, was die Bundesrepublik dort anstellt, sondern alles, was die Bundesrepublik tut, ist bezüglich des freigegebenen Gebietes null und nichtig. Daher muss der erste Sitz, also der Ausgangspunkt unserer Regierungstätigkeit in Bonn sein und beginnen. Welche Stadt später Hauptstadt sein wird, bestimmen später die Staatsbürger des Bundesstaat Deutschland durch eine Volksabstimmung. Ja? Da haben wir noch eine kleine. Viertens, wir haben alle hoheitlichen Rechte inne und wir werden daher folgende Immunitätsbescheinigung an die bereits angekommenen Staatsbürger ausgeben. Jetzt ist wieder ein Fröschchen im Studio. Moment. So, weg ist er. Ne? So, das bedeutet, die Situation wird vielleicht an diesem Beispiel für alle Menschen etwas klarer, die bislang nicht verstanden haben, was eigentlich 1990 passiert ist. Das haben, wie ich schon oft sagte, alle Blogs nicht, die sogenannten alternativen Medien nicht verstanden. Das haben staatenlos Leute nicht verstanden. Das haben die Reichsmenschen nicht verstanden. Und die, die für die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz unterwegs sind, haben das schon mal allemal nicht verstanden. Ja? Das Grundgesetz ist die Besatzungsordnung, die verblieben ist, die aber keine Gebietszuweisung mehr hat, sondern nur noch auf die Menschen wirkt, die freiwillig an diesem Grundgesetz ohne Gebiet, ohne Staatsangehörigkeit, ohne Rechte, ohne Bürgerrechte teilnehmen.